Vinicius Junior ist einer der besten Fußballspieler dieser Zeit, aber viele Leute mögen ihn nicht und halten ihn für arrogant. Und obwohl Real Madrid ihn 2017 für 45 Millionen Euro verpflichtete, wurde er selbst in seinem Heimatland Brasilien am Anfang als für nicht gut genug befunden. Heute schauen wir auf seinen Werdegang zum Fußballstar, denn trotz der ständigen Kritik, Rückschläge und seiner oft arrogant wirkenden Spielweise ist Vinicius Junior für manche der momentan beste Spieler der Welt. Vinicius Junior! Vinicius Junior wurde 2000 in einem Vorort von Rio de Janeiro geboren. Und wie so viele Brasilianer suchte auch er sein Glück im Fußball. Bereits 2010 wurde sein Traum wahr. Er wurde bei Flamengos Jugendteams aufgenommen. Schnell fiel den Scouts sein Talent auf und bereits mit 11 Jahren wurde er mit Neymar verglichen. Im folgenden Jahr wurde er sogar in der U13 eingesetzt, aber auch dort konnten ihn die älteren Kinder nicht stoppen. Stattdessen wurde er der Spieler dort und führte sein Team zu einer Serie von 90 Spielen ohne Niederlage und wurde dadurch im ganzen Land berühmt, sodass Corinthians versuchte, ihn mit einem völlig absurd hohen Angebot von Flamengo wegzulocken. Aber die sagten ihm, er soll es ruhig angehen, er blieb und ab da an gab es kein Halten mehr. Und dann ein Anruf, der sein Leben verändern sollte. Er wurde in den U15-Kader der Brasilianer für die U15 Südamerikameisterschaft berufen. Er machte 7 Tore und wurde Spieler des Turniers. Und jetzt war Vini nicht nur Meister, sondern europäische Scouts hatten die Fühler nach ihm ausgestreckt. Er aber blieb bei Flamengo, die ihn mit 16 Jahren unter Vertrag nahmen. Er hatte es geschafft. Anfang 2017 spielte er mit dem U20-Team von Flamengo bei der Copinha, einem berühmten Jugendturnier in Brasilien, wo sich bereits Spieler wie Neymar präsentiert hatten. In seinem Vertrag bei Flamengo war bereits eine Ablösesumme verankert, 30 Millionen Euro. Und ein Club war kurz davor, diese zu bezahlen, Barcelona. Doch dann kam die U17 Südamerikameisterschaft, die alles verändern sollte. Vini spielte von Anfang an überragend, lobte über den Torwart, spielte den Ball durch die Beine seiner Gegenspieler oder überlobte in einem Spiel 3 Spieler hintereinander. Brasilien gewann, er schoss 7 Tore und wurde als bester Spieler des Turniers gewählt. Und jetzt sprachen auch die spanischen Zeitungen darüber, wie Barcelona sich bereits den nächsten Neymar gesichert hatte. Nur ein Team war damit ganz und gar nicht zufrieden. Real Madrid. Die wollten nicht denselben Fehler machen wie bei Neymar und sich Vini durch die Finger flutschen lassen. Also gab es nur eine Devise. Was auch immer Barcelona bereit ist zu zahlen, wir werden mehr zahlen. Und zu dieser Zeit auch ein ganz besonderer Moment in Rio. Vinicius gab sein Debüt für Flamengo. Curtinho, no Vinicius. Vinicius pra Ederson. Aber in diesen 10 Minuten stach er nicht wirklich hervor. Im Gegenteil. Und dann eine wichtige Entscheidung. A proposta de Madrid deu Barça também. E eu tinha que ele rir em 2 dias solo. Conversamos, hablamos con Vini e Vini, quiero ir al Real Madrid. Und als der Wechsel bekannt gegeben wurde, da konnten alle ihren Ohren nicht trauen. Madrid bezahlte 45 Millionen Euro für einen 16-Jährigen. Und da er zu der Zeit noch nicht 18 Jahre war, konnte der Wechsel noch nicht vollzogen werden. Und somit spielte Vini noch eine Saison für Flamengo. Doch er glänzte nicht wirklich zu seiner Anfangszeit. Er wurde 3-mal eingewechselt, aber er hinterließ keinen positiven Eindruck. Dann stellte ihn der Coach in die Startaufstellung, doch auch in diesem Spiel klappte nichts. Im Gegenteil, es gab nur negative Schlagzeilen und selbst die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtete nun, dass Real Madrids 45 Millionen Spieler in Brasilien auf ganzer Linie enttäuschte. Der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft und das erfuhr Vini, als er nach guten 5 Spielen bereits von der internationalen Presse fallen gelassen wurde. Doch die größte Demütigung kam 2 Monate später, als er in der 75. Minute eingewechselt wurde, um dann kurz vor Spielende wieder ausgewechselt zu werden. Er war die Lachnummer in Brasilien. Kommentatoren machten sich über ihn lustig und Leute sagten, dass er nie ein Madrid-Trikot tragen würde, da diese bald ihren Fehler korrigieren würden und ihn billig an einen anderen Verein verkaufen. Noch dazu bekam er einen Spitznamen in Brasilien, Negiba. Vor ein paar Jahren gab es den Spieler Negiba, der in jungen Jahren in die erste Mannschaft von Flamengo kam. Und er wurde von den Fans als neuer Superstar gehypt. Doch er lief den Erwartungen immer hinterher. Negiba spielte so schlecht, dass er mit 25 Jahren nicht über die zweite brasilianische Liga herauskam. Und daher ist es nicht gut, wenn man als Negiba in Brasilien bezeichnet wird. Oder Vinis Spitzname, Negibinha, der kleine Negiba. Ein wahnsinniger Druck für einen 17-Jährigen. Es schien, als würde all dies den Willen von Vinicius brechen. Aber genau das Gegenteil geschah. Position korrekt para Vinicius.
In den nächsten Spielen erzielte er Tore und wurde auch als Spieler des Tages gewählt. Er spielte immer besser, worauf die Kommentatoren plötzlich begannen, ihn zu loben und als Wunderspieler zu bezeichnen. Doch auch damals schon wurde seine Spielart oft als arrogant bezeichnet. Unvergessen sein Tor im Halbfinale des Guambara Cup. Es ging gegen Botafogo. Vinicius mit einem tollen Tor, doch dann der Jubel als weinendes Baby. Und die Spieler und Fans von Botafogo waren richtig sauer. Fast 10 Jahre zuvor sah man Spieler von Botafogo, die weinend bei einer Pressekonferenz saßen und sich über die Schiedsrichter beschwerten. Und jetzt schien es so, als würde Vinny sich darüber lustig machen. Er bekam eine gelbe Karte, aber das Drama kam erst nach dem Spiel. Das Finale des Guambara Cups sollte im Stadion von Botafogo ausgetragen werden. Diese aber weigerten sich, Vinicius dort spielen zu lassen. Und das Finale musste daraufhin in einem anderen Stadion gespielt werden. Insgesamt machte er in 50 Spielen 11 Tore und kurz vor seinem 18. Geburtstag war es soweit. Er verließ Flamengo. Und würde sein Glück in Spanien suchen. Hier wusste er noch nicht, dass seine Anfangszeit alles andere als leicht werden würde. Am 20. Juli 2018, 8 Tage nach seinem 18. Geburtstag, wurde er offiziell in Madrid vorgestellt. Dije hace unos días que íbamos a reforzar la plantilla con magníficos jugadores y eso es lo que estamos haciendo. Aber man merkte ihm an, dass er ein wenig nervös war, denn 45 Millionen Euro sind viel Druck für einen gerade 18-Jährigen. Am 29. September 2018 war es dann soweit. Er gab sein Debüt für Madrid, als er in der 87. Minute aufs Spielfeld kam. Bei seinen Einsätzen dribbelte Vinny viel. Die Dribblings waren aber nicht unbedingt erfolgreich. Und daher wurde er in der Saison auch oft in der U19 oder der zweiten Mannschaft eingesetzt, was die Barca-Fans belächelten. Sie dachten, sie hätten Real dazu gebracht, ein Vermögen für einen schlechten Spieler auszugeben. Aber dann erzielte Vinny 4 Tore in seinen ersten 5 Spielen bei der zweiten Mannschaft, also gab man ihm die Chance, im Pokal gegen Melilla zu beginnen. Er lieferte 2 Vorlagen und wurde zum Mann des Spiels gewählt. Daraufhin setzte man ihn immer öfter ein. Er schoss sein erstes Tor und wurde damit zu einem der jüngsten Spieler, der jemals für Real getroffen hatte. Und jetzt ging es erst richtig los. Er wurde der drittjüngste Spieler von Real Madrid, der in der Champions League debütierte und gab sogar eine Vorlage. Er wurde immer häufiger in Madrid Startaufstellung eingesetzt und zeigte gute Leistungen, was zu einem ganz besonderen Anruf führte. Er wurde zu den Freundschaftsspielen der Seleção eingeladen, aber gerade als es nicht besser laufen könnte, die Tragödie. Vinicius! Beim Champions League-Spiel gegen Ajax zog er sich ein Bänderriss zu. In der Zwischenzeit gab es auch einige Änderungen bei Madrid. Nach enttäuschenden Leistungen war sie dann zurück als Cheftrainer. Vinny kämpfte sich durch die Reha, aber aus irgendeinem Grund fand er nicht zurück zu alter Stärke. Die Fans buhten ihn aus und er schoss über mehrere Monate kein einziges Tor. Bis zum Spiel gegen Osasuna. Und man konnte richtig seine Erleichterung spüren. De alívio, felicidade, muita confiança para voltar. Como eu tava jogando antes, ser feliz como antes também, né? Tava momento difícil. Zu dieser Zeit behaupteten viele brasilianische Kommentatoren, dass Vinicius es nicht verdient hätte, in der Nationalmannschaft zu spielen. Noch dazu beschuldigten ihn spanische Kommentatoren, ein Schwalbenkönig zu sein. Und es schien, als hätten seine Mitspieler das Vertrauen in ihn verloren. Als Madrid im Supercup ins Elfmeterschießen musste, da zeigten die Kameras, dass Vinny sich meldete, dass er einen Elfmeter schießen wollte, aber das Team schien ihn zu ignorieren. Er beendete seine zweite Saison für Madrid mit 5 Toren und gab 4 Assists in 38 Spielen. Doch der Tiefpunkt kam in Vinnys dritter Saison bei Madrid. Beim Champions League-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach diese Szene. Benzema was caught on camera telling the fullback Ferland Mendy not to pass to their teammate Vinicius Jr. Und was sagte Vinny dazu? O que que o Benzema tinha contra você, cara? Não, nada, o carinho sempre teve carinho muito grande por mim, sempre tentou ao máximo me ajudar, né? E quando passou aquilo, dia depois também ele veio conversar comigo, falou que não era aquilo que tinha passado e eu sempre levei na boa, nunca. Trotz alledem war es zu der Zeit nicht einfach für ihn. Zum Beispiel spielte Hazard weit unter seinen Möglichkeiten bei Madrid und obwohl dieser viel mehr als Vinny gekostet hatte, so war es trotzdem Vinicius, der von den Fans für seine Spielweise kritisiert wurde. Er war zu dem Zeitpunkt gerade 20 Jahre alt geworden, immer noch ein wahnsinnig junger Spieler und es schien, als würde er unter dem Druck zusammenbrechen.
Er beendete die 2020-21 Saison mit 6 Toren und 7 Assists in 49 Spielen. Ich meine, nicht schlecht, aber Madrid erwartete sich mehr. Doch dann kam jemand, der Vinis Leben für immer verändern sollte. Carlo Ancelotti. Vinicius blühte unter ihm auf und spielte wie ausgewechselt. Er war plötzlich einer der konstantesten Spieler und bildete mit Benzema das vielleicht beste Angriffsduo in der Saison. Schon irgendwie ironisch. Benzema lobte ihn in höchsten Tönen und kein Wunder, Vini war fantastisch. Er machte 5 Tore und gab 2 Torvorlagen in den ersten 6 Ligaspielen der Saison. Im nächsten Monat wurde er zum Spieler des Monats von Real Madrid gewählt und im November wurde er Spieler des Monats in La Liga. Dann Achtelfinale der Champions League, aber sie verloren das Hinspiel gegen Paris, wenige Tage danach das Rückspiel. Mbappé gegen Alaba, ganz schwierig. Der Rückstand auch im zweiten Spiel, doch dann... Das geht nicht, Vinicius Junior, Benzema! Madrid gewann 3:1 und Vinicius war an allen 3 Toren beteiligt. Und die machen weiter, Vinicius Junior, Benzema! Und im Halbfinale machte er dann noch eines der entscheidenden Tore gegen Man City. Vinicius Junior, kannst du die get to him? Dann Finale. Valverde und Vinicius Junior! Vinicius Junior mit dem alles entscheidenden 1:0. Er war Champions League-Sieger. It's lucky 13 for Real. Mit seinem Tor wurde er der jüngste Südamerikaner, der jemals in einem Champions-League-Finale getroffen hatte und auch der erste unter 21-Jährige, der in einer einzigen Saison an 10 Champions-League-Toren beteiligt war, seit Lionel Messi. In dieser Saison gewann er auch mit Madrid La Liga und er wurde 9. bei der Ballon d'Or-Wahl und jubelte Benzema zu. Man würde meinen, die Kritiker wären verstummt, doch in der nächsten Saison bekam er mehr Hass ab als jemals zuvor. Jetzt regen sich die spanischen Experten und Fans darüber auf, wie er jubelte. Denn nach Erzielen seiner Tore tanzte er oft herum. Vor dem Spiel gegen Atletico wurde auch eine Puppe von ihm von einer Brücke gehängt und er wurde nun immer wieder wegen seiner Hautfarbe beleidigt. Doch er versuchte mit guten Leistungen auf dem Platz zu antworten, auf der größten Bühne des Fußballs, der WM 2022 in Katar. Wir alle erinnern uns an dieses wunderschöne Tor von Richarlison. Wer gab die Vorlage? Vinicius. Im Achtelfinale machte Vini das erste Tor gegen Südkorea. Und während der WM auch diese lustige Szene, als bei der Pressekonferenz plötzlich eine Katze auftauchte. Aber das traurige Ende im Viertelfinale. Marquinhos! Oh, he's missed! Man flog gegen Kroatien aus dem Turnier. Am Ende war die 2022-23 Saison eine enttäuschende. Madrid scheiterte im Halbfinale der Champions League und wurde nur Vizemeister. Vini aber spielte überragend und machte 23 Tore und gab 21 Assists in 55 Spielen. Die nächste Saison sollte besser werden, aber es geschah etwas, das Vinicius zum Weinen brachte. Beim Spiel in Valencia wurde er rassistisch beschimpft und mit Bananen beschmissen. Und man sieht ihm an, wie sehr ihn das mitnahm. Im Spiel auch diese Szene, als Vini auf einen Zuschauer zeigt und ihn beschuldigt, ihn als Affen beschimpft zu haben. Was war da? Der Schiedsrichter machte nichts und plötzlich eskalierte die Situation. So, was haben wir jetzt? Vinicius wird hart von Torwart Mamardashvili angegangen und dann von einem Valencia-Spieler in den Schwitzkasten genommen. Wo jeder mitgekriegt hat, dass der... Vini schlug aus und der Schiri gab ihm daraufhin die rote Karte. Oh nee. Der Torwart und der Spieler durften einfach weitermachen. La Liga tiene un problema, che le grida modo Monaco ma passato in muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo. Der Junge war gerade erst 23 Jahre alt und man sah ihn an, wie sehr ihn das Thema belastete. Eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube, pela minha família. Nichtsdestotrotz spielte er wieder eine sehr gute Saison und machte wichtige Tore, sowie das 1:0 gegen Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League. Vinicius Junior! Und im Finale das 2:0 gegen Dortmund. Vini Junior! 2:0 Real! Eiskalt! Am Ende gewann er wieder die Champions League und La Liga und machte in 39 Spielen 24 Tore und gab 11 Assists. Und hey, ich bin auch kein Fan von unsportlichen Aktionen, so wie hier gegen Kimmich. Und seine Spielweise kommt vielleicht manchmal als arrogant rüber. Aber es ist außer Frage, dass er einer der talentiertesten und besten Spieler im heutigen Fußball ist und er es auf keinen Fall verdient hat, rassistisch beschimpft zu werden. Junior, Junior, oh!